Hallo meine lieben Leute, euer BlueXTool mal wieder am Start und ja, ich spiele heute keine Level in dem Sinne von euch oder von allgemeinen Leuten, sondern es haben einige, beziehungsweise viele eigentlich schon, gefragt, ob ich nicht mal meine Level zeigen könnte und ja, ich kann das definitiv tun und das mache ich auch mal, allerdings sind das nicht die besten Level, sondern eher so Challengers und ja, die Ideen sind eigentlich ganz cool. Und die Aufrufzahlen, oh mein Gott. Und vor allem, warum haben die Level so viele Sterne? Ich weiß es nicht. Wegen der Idee. Oder weil ich YouTuber bin. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, World's Biggest Jump ist mein erstes Level gewesen, was ich gebaut habe. Einfach mal so hingeklatscht, ne? Und zwar muss man hier, ja, insgesamt 75 Blöcke weit springen und den Sprung komplett ausnutzen. Die Münze hier habe ich noch so als Orientierung gemacht, dass man mit dem Yoshi ganz locker auf das Trampolin kommt. Und dann muss man noch spinnen, um halt möglichst weit zu kommen. Genau. So, und das war's eigentlich schon. Und ja, wer will, kann die goldene Fahnenstange auslösen. Ja, und wer will, kann natürlich auch diese Level spielen. Obwohl ihr sie jetzt schon gesehen habt und das eigentlich gar nicht mehr machen müsst. Aber wenn ihr Bock habt, könnt ihr das Level spielen und dem natürlich auch noch einen Stern geben. Die Levels-IDs, die seht ihr immer am Anfang des Levels eingeblendet. Beziehungsweise ich mach's auch hier nochmal. Na, das stellt sich immer neu ein. Das wäre cool, wenn das automatisch immer da wäre. Und ich sollte das auch immer tun. Ja, und irgendwann, ganz viel Zeit später, hat mich der Galamee auf eine Idee gebracht, dass man das doch mit Laufbändern noch erweitern kann. Und in der Tat konnte man das erweitern. Und insgesamt kann man 85 Blöcke weit springen. Genau. Und zwar muss man hier auch wieder den Stern nutzen. Und das Prinzip ist eigentlich wieder dasselbe. Bloß muss man halt richtig abspringen. Und dann hier wieder die ganze Zeit spinnen, spinnen, spinnen. Und wenn man die Münzen kriegt, dann ist das ein gutes Zeichen. Aber es ist nicht unbedingt ein Zeichen, dass man es auch hundertprozentig schafft. Aber ja. Ihr wisst schon. So. Ich probiere es nochmal. So. Ja, das sah doch ganz gut aus. Jawohl. War schon wieder zu knapp. Nee, es war auf den letzten Pixel. Und da freut sich auch der Yoshi. Denn er ist natürlich auch, wie am Ende eigentlich von jedem Level von mir, ist er dabei. Muss er ja. Das steht so in seinem Vertrag. Und ja. Jetzt habe ich noch ein drittes Level veröffentlicht. Und das ist auch eher eine Challenge. Und zwar nämlich Super Meat Bros. Hard-Version. Das Original hat der André GX gebaut. Und der hat den Rekord. Nee, das kann doch nicht sein, oder? Jetzt schaue ich nach, ob der denn wirklich den Rekord hat. Der André GX. Und vor allem hat es in 38 Sekunden geschafft. Und das Originale, da habe ich auch einen Speedrun draus gemacht. Könnt ihr auch gerne angucken. Ja, das habe ich in, weiß ich nicht, 33 Sekunden geschafft und viel schneller ging es nicht. Ja, okay, es sieht so aus, als ob das nicht der echte ist. Nee, der hat auch viel zu wenig Sterne. Jawohl, also es ist ein Faker, der sich bei mir eingeschleust hat und sich dann im Miiverse umgenannt hat zu André GX. Okay, kann man mal machen. Aber ich finde das irgendwie dumm. Auf jeden Fall probiere ich mal, mein eigenes Level zu schaffen. Ich habe es tatsächlich auch nicht sofort geschafft, sondern eher länger gebraucht, weil es auch eine etwas fiese Stelle gibt. Also wer das Original noch nicht kennt, der gibt einfach mal in YouTube BlueX2 Super Meat Bros Speedrun ein. Und ja, dann findet ihr das Original-Level und die ID, die ist dann auch in der Videobeschreibung und da kommt ein Kettenhund raus. Okay. Jetzt bin ich nicht sicher, ob ich da abwarten muss oder nicht. Ich habe das auch gar nicht mehr geübt, das Level. Von daher werde ich jetzt einige Male sterben. Jawohl. Vielleicht hätte ich es ein bisschen üben sollen, ne? Aber nee. Ich bin nicht so der Typ, der gerne Level vorspielt und sich dann feiern lässt, weil er es auf dem First Try geschafft hat. Ja gut, aber das ist jetzt dann schon ein bisschen peinlich, ne? Andererseits ist das Super Meat Bros, der Speedrun, der ist schon ewig her. Und heilige Scheiße. So. So, ich will ein bisschen mehr noch vom Level zeigen. Von daher, ja.
Normalerweise mache ich das ein bisschen anders, aber ja. Normalerweise springe ich da sofort rein, anstatt hier ein bisschen abzuchillen, aber ja gut. Hey! Mann, was ist hier los? So. So, jetzt mache ich es mal in der geübten Form. Ja, okay, das geht nicht ganz. Okay, okay, jetzt wird's peinlich. Jetzt wird's peinlich. Das habt ihr alles nicht gesehen. Das, so, jetzt zählt's von Anfang an und neu. So. Gut. Ja, jetzt mache ich so. Passt. Und ich versuche mal vor dem Kettenhund zu sein. Jawohl, ich glaube, das war auch die richtige Lösung. Okay. Ja, und man sieht, es ist halt einfach nur eine harte Version von dem Original. So. Jetzt läuft's doch ganz gut. Aber ich weiß jetzt auch nicht, wie es hier weitergeht. Na gut, ich probier's mal. So. Und dann hier rein, jawohl. Jetzt kommt der Turm. Ich hüpf mal hier drauf. So. Genau, und jetzt kommt eigentlich schon die schwerste Stelle. Und das ist wirklich auch die frustrierendste Stelle, weil man nicht wirklich weiß, wann man springen muss. Da hätte ich ein Zahnrad weniger machen sollen. So, wie ging das jetzt? Die gehen jetzt runter. Aber rein theoretisch kann man sich das ausrechnen, ne? Also, ganz Blind Jump ist es, mäßig ist es doch nicht. So, ich glaube, ich warte die noch ab. Und dann versuche ich es mal. Wobei, jetzt sind die im gleichen Takt, ne? Ja, nee, es funktioniert nicht. So, ich will mich sicher fühlen. Ja, das war scheiße. Okay. Ja, ich probier's noch einmal. So, und diesmal im Speedrun-Style, ne? So. Naja, gut. Ganz klappt das nicht, aber ja, man sieht schon, ich komme schon wieder in dieses Level ganz gut rein. Oder zumindest, ja, weil ich eben das Original ziemlich gesuchtet habe. Jawohl. So. Oder ich gehe nachher in den Baumeister-Modus und kann dann den Rest des Levels auch noch zeigen. Oder ihr spielt es selber. Ja, ihr könnt es selber spielen, jawohl. Allerdings, ihr werdet es wahrscheinlich nicht schaffen. Es gibt zwar ein paar, die das geschafft haben, aber es ist halt wirklich extrem. Und hier war noch ein Boon, genau. Den habe ich ganz vergessen. So, und ich bin wieder ein Idiot und hüpfe da wieder voll rein. Ja, ich gehe mal in den Baumeister-Modus und zeige dann den Rest. Wie gesagt, diese Stelle ist wirklich die eine blöde Stelle. Weil man da echt nicht weiß, wann man genau springen soll. Und wann nicht. Ich lösche jetzt einfach mal irgendein anderes Level. Keine Ahnung, was ich hier alles gespeichert habe. Ist schon alles voll. Ich habe auch erst vor kurzem herausgefunden, dass man da einfach überspeichern kann. Sprich, man spart hier Platz. Genau. So, hier geht's dann weiter. Ist dann auch schon relativ kurz vor dem Ziel. Jupp, und überall, wo die Münzen sind. Ah ja, genau. Überall, wo die Münzen sind, kommen Flammen raus und die Kettenhunde, ja, sollte man einfach ignorieren. Man sollte einfach möglichst schnell durch, zumindest beim ersten. Beim zweiten wird es ein bisschen schwieriger, weil man halt nicht genau weiß, wann man springen gehen muss. Und ja, da kommt dann die Flamme. Und ja, ihr könnt es ja selbst ausprobieren. Es ist nicht leicht und ich habe selber auch etwas länger gebraucht, um das Ganze freizuspielen. Ja, und ich sterbe jetzt hier auch noch, ja. Also die Vorstellung von mir ist jetzt gerade nicht so die beste, aber egal. Ist doch wurscht, ne? Hauptsache ich hab Spaß und ja, da muss es auch nicht so perfekt sein. Ja, und hier ist der Yoshi und in der Theorie ist das das Level. Und ja, es muss halt alles mit einem Versuch klappen. Und wie gesagt, wir können es selbst probieren. Und ja, viel Glück auf jeden Fall. Und ja, was kann ich noch zeigen? Ja, keine Ahnung. Also ich bin auf jeden Fall dabei, noch ein Level zu bauen. Allerdings ist das schon seit 2 Monaten oder so der Fall. Aber ich habe aktuell nicht die Zeit dazu, das fertig zu bauen. Und ich bin auch nicht der geduldigste Mensch für Level bauen. Na gut, was kann ich noch zeigen? Statistik. Ja stimmt, Statistik. Ich habe, ja, über 5000 Level aktuell schon abgeschlossen. Nicht schlecht. Und die Abschlüsse auf sehr schwierig erst einmal. Ja, ja, da kommt bald auch da eine 2 dazu. Wenn ich's mit euch spiele. Oh ja, das wird lustig. Aber das kommt dann irgendwann, wenn ich wirklich Bock drauf habe. Und ja, ich würde dann sagen, das war's dann für dieses Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Es kann sein, dass am Montag kein Video kommt. Ich weiß es nicht. Aber das sehen wir dann. Also dann, ciao.